Ja, Herr Skripnik, das Thema der Woche ist klar. Claudio Pizarro ist da. Sie haben ihn jetzt ein paar Mal im Training gehabt. Welchen Eindruck macht er? Wie fällt Ihre erste Bilanz aus? Ja, man trainiert, vernünftig trainiert, macht die Tore schon langsam. Ich bin zufrieden, kann ich sagen, wenn er bleibt gesund bis unsere Abfahrt, dann ich nehme ihn mit nach Hoffenheim und er wird im Kader. Ich bin fest überzeugt, die zu Hause werden da richtig aggressiver sein, die werden da alles probieren, die können natürlich flexible taktische Dinge da installiert, 4-3-3 oder 4-2-2-2 spielen. Wir versuchen das vorbereiten für alle Systeme, was die können da spielen und versuchen wir das natürlich auch auf uns glauben und auf unsere starke Sache kümmern. Ja. Ich lasse ihn noch leben, ich lasse ihn noch leben. Ich war junger Mann und er wollte unbedingt, dass nach dem Training, dass ich bringe ihm Flanken, obwohl ich wollte auch nach Hause fahren. Nein, ja, natürlich, wir sehen uns Samstag.